Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge, die besten LKW-Fahrer der Welt für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das dann jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Was sagt ihr? War das mehr Glück oder mehr Können? Da haben der Auto- und der LKW-Fahrer sehr gut reagiert. Hier hat mal wirklich alles gestimmt. Hoffentlich ist der mal ausgestiegen und hat sich beim LKW-Fahrer bedankt. Ich frage mich wirklich, was der LKW-Fahrer mit dem gemacht hat nach dieser Aktion. Der konnte noch in letzter Sekunde reagieren. Nicht schlecht. Der ist über Rot gefahren, konnte sich aber noch fangen. Der Autofahrer braucht wahrscheinlich eine neue Hose. Der ist auch noch voll beladen gewesen. Echt gut kontrolliert. Wenn man kurz nicht aufpasst, kann viel schief gehen. Besser kann man es doch gar nicht planen. Der hat sich die richtige Stelle gesucht zum Wenden. Damit sind wahrscheinlich alle wach geworden. Wirklich Respekt, was die LKW-Fahrer da jeden Tag hinbekommen. Der Typ guckt auch noch hinterher. Was hat er da überhaupt zu suchen? Das meine ich immer, lieber herantasten als einfach zu fahren. Auch wenn er Kontakt hatte. Besser als alles zu verlieren. An manchen Stellen sollte es so etwas auch bei uns geben. Manche Leute fahren wirklich verrückt.
Freunde, welches Video fandet ihr am besten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 5 und die Nummer 8 am besten. Der LKW-Fahrer bei der Nummer 5 hat das Einzige gemacht, was in dieser Situation das Richtige war. Wenn er da nicht aufgepasst hätte, wäre es vorbei gewesen. Bei der Nummer 8 war auf jeden Fall Glück dabei, dass der vollbeladene LKW nicht gekippt ist. Der Autofahrer kann ab diesem Tag einen neuen Geburtstag feiern. So eng war das. Echt krasse Leistung. Schöne Grüße gehen raus an Luca, X-Rider Live, Sprinter V6 und Happy Hopsy 908. Danke für euren krassen Support, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.